Hallo Soul-System-BewohnerInnen, wir grüßen euch. So, da bin ich wieder. Bencake28 zeigt euch weiter. Stellaris, das Lem-Update, die 3.1-Version, sage ich mal besser. Und ja, die Wine sind immer noch auf Entdeckungsreise im Universum und wir sind gerade erst zu den Sternen aufgebrochen und ich freue mich, dass ihr wieder da dabei seid. Drei Folgen habe ich ineinander für euch aufgenommen und bin gespannt auf euer Feedback. Die kommen jetzt auch einfach auf folgenden Tagen. Muss sagen, bei mir ist irgendwas im Anmarsch, was mir nicht gefällt und ich bin der Meinung, irgendetwas hat mich infiziert. Meistens drückt mich mein Gefühl dann nicht täuschen. Ich glaube, ich merke das so langsam ein bisschen in meiner Stimme. Und ich hoffe wirklich sehr, dass es nur ein kleines, kurzes Halskratzen ist und nichts Schlimmeres, meine Lieben. Es kann aber sein, dass, wenn das jetzt mies läuft, einige Tage auch mal zwischendrin bei mir Schluss ist auf dem Kanal. Nur kurz zur Information, weil als ich das letzte Mal Grippe, Erkältung hatte, da bin ich auch mal 3 Tage flach gewesen, ja. Deswegen, also Erkältung hatte ich mal. Und da sage ich einfach jetzt mal als Vorwarnung, Leute, ne, bitte, falls mal ein bisschen ruhig ist auf meinem Kanal, kann sein, dass mich dieses doch kein Halsweh war. So, lange Rede, schwacher Sinn. Forscher Orange Fruit ist mit der Evergreener unterwegs, hier zu diesem einzigartigen Etas, diesem extremen Leuchtding. Ja, also wir wissen schon, klar, dass es ein Pulsar ist, ja, das ist aus unserer Spezies durchaus bekannt. Ihr müsst so sehen, dass die Technologie der Unsringen, die wir jetzt kennen, um weites überlegen ist, ihre Beobachtungstechnik und vieles mehr. Also von daher, lasst euch da jetzt mal nicht täuschen, wenn ich manchmal sage, oh, was ist das, da müssen wir jetzt mal genauer hin. Natürlich wollen die das rausfinden, ja. Hier wurde vor langer Zeit ein Asteroid hingeschleppt, was wir auch sehr merkwürdig finden. Ja, er hat jetzt auch Stufe 2 und erforscht jetzt auch die nächste Anomalie. Stark vernagte Oberfläche. Ja, gewaltige Risse kann man aus der Umlaufbahn erkennen und das ist natürlich merkwürdig, das würden wir gerne genauer untersuchen. Ich glaube, da gab es sogar noch was, ne? Ja, die Stufe 1, die mache ich vielleicht am Schluss. Ja, jetzt habe ich mich schon entschieden. Ich ändere das jetzt nicht ab, nicht wie bei meinen vorigen Let's Plays, wo ich hin und her gezuckelt bin, ne? So, und das ist das, was übrigens wir sehen wollten, diesen Pulsar. Was da in dem Innern von diesen Dingern passiert ist, ist völlig krank. Das sprengt jegliches normalen Verstand. Ich glaube auch die Wissenschaftler. Nein, ich bin überzeugt auch, dass auch die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, mit dem, was sich ganz im Innern dieser Neutronensterne befindet, ich glaube auch selbst für die fällt es schwierig, mit unseren Methoden noch wirklich halbwegs vernünftige Lösungen herbeizuführen und Dinge zu erklären. Oh, eine archäologische Stätte haben wir entdeckt. Hier haben wir eine zerstörte Station gefunden. In beunruhigender Nähe umkreist sie die. Okay, alles klar, hier ist es. Hier ist die verfallene. Eine verfallene Waffenstation. Das ist ja cool. Das hatte ich noch nicht, Leute. Ich will euch nicht zu Tode blenden. Aber ich gucke mir diese Sachen immer so gerne an, Leute. Das ist wirklich so. Es scheint mir aber ein einzelnes Modul zu sein, das abgetrennt ist vom Rest. Was hier vorne und hinten ist, ist schwierig für uns Pflanzen zu erkennen. Wir sagen, es ist eine Art Samen. Alienschiff. Jemand hat vor ungefähr 5000 Jahren aus dem Orbit einen Bergbaulöser in einen ausgedehnten Text in die Oberfläche von Kroneforus 6 gebrannt. Die gewaltige Schrift bedeckt einen Großteil der oberen Hemisphäre des Planeten. Es scheint eine Kurzgeschichte zu sein, die von dem harten Leben als Alien-Söldner handelt. Faszinierend, sagen wir. Gut. Dann hast du hier noch diesen Quest, bitte. Machst du bitte auch noch. Ein Interferenzmuster wird hier festgestellt bei den beiden Sonnen, die sich ja umeinander eiern ein bisschen. Umeinander eiern ist ein bisschen falsch. Schon relativ stabil, die ganze Kiste. Oh, wartet mal. Ich wollte ja dieses System anschließen, ne?
Kann ich das nicht? Warum kann ich das nicht? Hä? Oh. Ja, wenn man dreimal auf das Forschungsschiff klickt. Ja. Also wie gesagt, diese ganzen Emotionen, die wir haben, diese ganzen Sachen, die wir uns verhalten gegenüber anderen, ne, das ist hier ganz wichtig bei den Monaten, bei den Jahren, aber nicht für alles in dem Spiel, weil das sprengt völlig den Rahmen. Ne, das ist einfach nicht realistisch umsetzbar. Wir erhöhen unsere Forschungsalternativen als nächstes. Finde ich sehr wichtig, dass wir mehr Möglichkeiten, mehr Auswahl haben. Mehr Auswahl ist nie verkehrt. Nicht vergessen, wir haben immer noch ein Stromproblem. Oh, sonifizierte Wissenschaft. Die Crew der Perenia konnte das Signal isolieren. Es ist im Comephoros-System in einem ungewöhnlichen Interferenzmuster eingebettet ist. Das Signal ist ein Musikstück. Um genau zu sein, eine komplexe Sonate einer fortgeschrittlichen mathematischen Gleichung und eine, die Green Bulb scheinbar nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Wer oder was diesen Song komponiert hat, ist unbekannt. Seine Komplexität zeigt allerdings einen unglaublichen Grad an technologischer Raffinesse in Bezug auf Subraum-Obertöne. Die Geodaten des Signals deuten auf einen Ausgangspunkt von außerhalb unserer Galaxie. Kurios. Es gibt einen Haufen Physik und Sozialforschung. Sehr geil. Sehr nice. Kann man einfach mal so mitnehmen, finde ich. So. Gut, dann würde ich sagen, hat das Schiff den Auftrag vielleicht in die Richtung gehen und du hast den Auftrag mal da oben in dieses Turbansystem zu gehen. Ja, okay. Also, worauf wollte ich hinaus? Wir haben jetzt langsam ein bisschen hier ein Energieplus, wie ihr jetzt sehen könnt. Das ist uns jetzt gelungen. Weil wir hier einen entsprechenden jemanden aus Nahrung, Legierung, das ist natürlich auch sehr mächtig. Wir werden noch einen weiteren Energiesektor bauen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir da unsere Schwäche drin haben. Deswegen bin ich so frei und nehme nochmal einen Blocker sozusagen in die Hand und ja, jetzt erstmal. Das ist nicht genug, man, Mineralien, ne? Ja, dann schließ erstmal die Energie an. Bitte. Hier diese Sonne, die darfst du gerne mal mit einer Mini-Dyson-Sphäre anzapfen. Ja, ich denke, dass wir halt auf lange Sicht einfach das Energieproblem haben. Das müssen wir schnell lösen. Ich habe die eine oder andere Fähigkeit hier vielleicht falsch verstanden oder missverstanden von dieser Spezies. Macht aber nichts, wir kommen damit schon klar. Ich muss hier aber auf jeden Fall ins Positive kommen erstmal, um fundiert eine Entscheidung zu treffen, wann ich eine Kolonie, ein Schiff baue oder nicht. Weil ich es ja, wie ihr gesehen habt, sehr teuer, weil wir ja auch den anderen Teil von unserer Spezies mitnehmen, natürlich, also den Baum. Also wie gesagt, in unserer Sprache ist es so übersetzt, es ist aber halt wie eine Art Körperteil, wir fungieren wie so ein riesiger Zellorganismus eigentlich, wenn man das so sehen möchte oder dann Vergleich ziehen möchte, ja. Ja. Ist ein Zusammenschluss. Ähnlich wie bei Quallen müsst ihr euch das auch, könnt ihr euch das auch vorstellen vielleicht. Ich ringe um irgendwie eine Erklärung für euch. Jetzt ist es so, ist nicht so, dass ich in meinem Konzept das nicht drin habe, aber immer wenn ich das lese, finde ich, wer versteht eigentlich, was ich damit sagen will? Ich wahrscheinlich selbst nicht. Also, wie soll man eine Lebensform verstehen, der man nicht angehört und die man nicht kennt? Das ist eine Alien-Biosphäre. Okay, also, diese Spezies, wie ihr wisst, kann ja Photosynthese betreiben, sie kann Knospen, ja. Sie funktioniert aber auch wie ein Tier, weil die Trennung stand nicht, ist nie wirklich stattgefunden. Jetzt ist es so, dass ja die Quallen eine gewisse Vermehrung haben, das geht ja dann auch über die Polypen, dann kommen ja die Quallen raus, die Quallen schweben durch den Ozean, dann gibt es wieder Polypen und da. Das ist eine sehr interessante Art und Weise, sich es zu vermehren, zu existieren. Da stellen sich viele Fragen als Biologe, finde ich einfach. Und ist das Tier? Ist das Pflanze? Da ist schon so ein bisschen eine Ähnlichkeit zu dem, was wir jetzt hier sehen, zu erkennen. Ja. Jetzt kann man sagen, ja, aber guck mal, eine Qualle, die betreibt ja keine Photosynthese. Ja, das ist ja okay.
alles gut, ja. Das ist mir durchaus bewusst. Sie filtert ja mit ihren Tentakeln verschiedenste Nährstoffe aus dem Ozean. Ja, das heißt, sie nutzt Giftstoffe oder sie hat andere Möglichkeiten. Hier bei dem Let's Play hier müsst ihr das euch aber ähnlich vorstellen. Also du hast auf einem Seiten diesen großen Baum in Anführungszeichen oder diese großen Bäume, ja, und die sind Teil und sessil, also absolut fest, aber sie gehören zu diesem Schwarmorganismus, in dem sich die Wine befinden, dazu das ein und dasselbe, ja. Das ist so ein bisschen so ein Lebensbooster, ein Anker. Und ja, es ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Vielleicht, wenn man auch das Immunsystem sieht, kann man vielleicht auch die einen oder anderen Vergleich ziehen. Es ist halt ein Körper, der sich gegenseitig unterstützt. Eine Lebensform, doch ziemlich unterschiedlich. Man könnte im ersten Blick meinen, dass diese beiden Spezies nichts, aber auch gar nichts zueinander zu tun haben. Aber dem ist nicht so. So, das tun wir auch erstmal vorerst sein lassen. Ich habe hier meine Strategie erstmal verändert. Ich sage, ich drücke jetzt erstmal das ganze System auf und dann gehe ich die Anomalien an. Es ist wirklich, es ist dringend um eine Erklärung. Unser Energieproblem wird dadurch langsam jetzt gelöst, dass wir auch Stationen haben, die uns die Möglichkeit geben, hier Energie zu generieren. Das ist sehr gut, da freuen wir uns drüber. Wird aber nicht von langer Dauer sein, diese Freude, weil wir halt wieder andere Bergbaustationen auch noch anschließen. Und wir müssen weiter unser Energieproblem in den Griff kriegen. Solange ich im Positiven bin, ist alles gut. Als nächstes werden wir diese Anomalie hier erforschen. Da steht was an Energieemissionen. Ja, irgendwie merkwürdig, dass der so viel Energie ausstößt, was andere Asteroiden hier nicht in dem Feld machen. Zudem sieht er auch viel größer aus als der Rest. Ich bin mal gespannt, was es hier für neue Überraschungen für uns gibt. Denn wir werden Nahrung durch Agrardrohnen definitiv noch brauchen. Das ist eine wichtige Technologie. Die monatliche Einigkeit wäre halt auch sehr mächtig. Aber in dem Fall, weil wir Nahrung in Legierung umwandeln können und andere Dinge, schiebe ich diesmal die Ökosimulation vor. Teal Germination geht das Ganze an. Habt ihr Wünsche, wie ich Charakter oder Typen hier umbenenne, bitte sagt mir da Bescheid, dann mache ich das gerne. Ich wollte mir diesmal nicht so aufhalten, immer die Leute umzubenennen. Da ist auch bei den letzten Folgen ziemlich viel Zeit von der Kette gegangen. Wenn ich mit dem Namen gar nicht klarkomme, tue ich ihn irgendwie dann umbenennen. Das ist ja auch klar, Leute. Ich versuche es auch insgesamt schneller zu spielen als sonst, aber ich bin so ein Genießer so ein bisschen. Also die Leute, die wir zugucken, die wissen das, die bei mir im Discord sind und so. Die wissen auch, dass man da auch lustig mit mir drüber diskutieren kann, mit solchen Sachen hier. Ja, ich gucke mir halt so Sachen halt auch mal gerne an und so, ne? Our construction is complete. Ich habe keinen Bock, mich halt dann beim Computerspielen abends, wenn ich dann euch auch so mal das ein oder andere mega geile Spiel zeige, mich stressen zu lassen. Da habe ich voll mega gar keinen Bock drauf, Leute. Da bin ich eher so der Gemütliche manchmal. Wo war denn das, wo ich das nachgehen kann mit den Forschungen? Ich bin so blind, wenn ich immer moderiere, Leute. Ich gucke mir manchmal auch die... Ja, da ist es doch. Ich gucke mir manchmal die Videos an, dann die ich gemacht habe. Ich gebe es echt zu. Ich höre mich ja gern selbst reden. Das sage ich immer wieder. Und wenn ich dann so spiele, Leute, so für mich oder halt einfach mal das angucke, was ich da gemacht habe, so zur Kontrolle, dann denke ich so, Pancake, sag mal, du hast jetzt 18 Mal drüber geguckt, was ist mit dir los, wenn du aufnimmst? Es tut mir echt leid. Ich glaube, das ist so bei dem Aufnehmen so ganz speziell. Das könnt ihr gerne mal aus Privatzwecken so mal probieren, was aufzunehmen und euch mal anzuhören, wie euch da klingt. Ne? Das ist schon krass, also sorry for that, ehrlich. Naja, wegen der Alienschrift gibt es da das, okay. Also man wird effektiv belohnt, wenn man Anomalien halt aufdeckt und sie auch löst, die Aufgaben, die da sind.
Fremdartige Strahlung, dieser besondere Asteroid ist extrasolaren Ursprungs. Während seines Flugs durch den interstellaren Raum wurde er anscheinend von einer fremdartigen Strahlung umspült, bevor er schließlich im Tuban-System zur Ruhe kam. Der Ursprung dieser Strahlung bleibt zwar unbekannt, aber die Prenia konnte durch die Untersuchung der Energieemissionen in Asteroiden zahlreiche physikalische Daten erfassen. Sehr schön. Das bringt natürlich unsere Physikabteilung nochmal in Jubelschreie. Ja, die jubeln, Jubelschreie, macht keinen Sinn mehr, der Satz. Immer drei Sätze auf einmal im Kopf. Ich fühle mich ja schon so wie so ein Mollusk. Vielleicht bin ich noch zu sehr in meinem Amon-Let's Play zwischen Krone und Weite zu kommunizieren. Okay, alles klar, dann haben wir schon mal das hier. Hat jetzt auch am wenigsten wahrscheinlich verstanden gerade eben, was ich gesagt habe. Ich bin mal gespannt, ob jemand aufgrund meiner Aussage zwischen Krone und Weite zu kommunizieren, was kommentiert bei mir. So, Dingensbumsens, wo wollte ich denn als nächstes hin? Auch Sachen, die man nicht im Let's Play sagen sollte. Ich glaube, ich gehe mal hier Richtung Schwarzes Loch. Das interessiert unsere Spezies schon seit langer Zeit. Wir haben sie ja auf Bildern und anderen Dingen oder das, was uns für uns Menschen an Bildern am ähnlichsten nächsten kommen würde. Und deswegen gehen wir zu diesen Sachen. Ich versuche mich so ein bisschen immer in diese Spezies reinzuversetzen. Was könnte die interessieren? Ich glaube, wir würden auch Forschungsschiffe zu einem schwarzen Loch schicken oder Drohnen oder Sonden, wenn wir da ein schwarzes Loch bei uns in der Nähe hätten. Das würden wir definitiv tun. Also ich meine, da glaube ich, da wird keiner widersprechen. Ich meine, da liegen schon viele Geheimnisse drin, ne? Apropos viele Geheimnisse. Was ich noch nicht gemacht habe, ist der Schiffsdesigner. Oh, nee, bitte nicht, Pancake. Nicht schon wieder du und dein Schiffsdesigner. Was machst du denn? Also, es ist so, am Anfang ist es noch nicht so schlimm. Was ich aber euch fragen möchte, ja, das ist schon mal ganz klar, was ich euch fragen möchte, was möchtet ihr denn so ein bisschen sehen? In welche Richtung sollen denn unsere Waffensysteme gehen und sowas? Da hätte ich schon gern von euch, ja, irgendwie eine Äußerung, weil ich habe zwar so einen Plan im Kopf, ja, aber das heißt ja nicht, dass ich damit recht habe, ne? Also ich habe jetzt, ich sage euch jetzt mal, was ich plane, während ich das so mache. Also gut, ich habe halt einfach keine Ahnung, warum darf ich den nicht speichern? Oh nein, nicht schon wieder der gleiche Fehler wie immer. Oh, ich mache den immer wieder. Wo war denn das? Ah ja. Designs automatisch austauschen, ja. Ja, also, ich sag mal so, das ist eine Spezies, die einer Pflanze halt natürlich ähnelt. Und ich sag mal, die wird viel mit Energie arbeiten. Okay, so. Es ist ihr bevorzugtes Mittel. Das heißt also Energiewaffen, biologische Waffen, das sind so unsere Waffen. Systeme, auf die wir unser Hauptaugenmerk legen möchten. Und ja, deswegen, also das ist jetzt eigentlich so meine Idee da dahinter, was unsere Waffensysteme und Verteidigung angeht. Alles im Energiesektor. Jetzt gemacht. Also ich bin heute echt am Ende. So, zum Beispiel hier gar keine Massebeschleuniger, sondern komplett auf Energie zu setzen, ist auch eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch sowas hier machen, ja. So. Also es ist nicht so, dass wir nicht auf die verschiedenen Technologien zurückgreifen, die unsere Spezies mit der Zeit natürlich eruiert hat, gefunden hat. Das wäre ja blöd. Also das kann ich einfach nicht mit mir vereinbaren. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, okay, das ist eine mega geile Sache und die würde mich echt weiterbringen, dann, meine Lieben, dann werde ich die auch nutzen, ne? Das ist einfach ganz klarer Fall. So, ich weiß nicht, wie ich gesagt, ich möchte das ersparen, aber ein paar Sachen mache ich dann halt schon. So, und Dina nennen wir jetzt einfach, was weiß denn ich, also ich versuche irgendwie Namen aus meinem Köpfchen zu synthetisieren. Nein, was mache ich? Ich will einfach da so ein bisschen irgendwas Pflanzliches halt haben. So, wenn die neu beschriftet, das kostet mich Legierung. Ja. Unser Schwarm. Mhm. Müsste man auch anders formulieren. Ich würde einfach sagen, wir gehen auf ein Abenteuer.
So, okay, den Distrikt haben wir auch schon gebaut. Wir sind so fleißig. So, plus 9 Energie, das ist schon mal gut. Langsam, aber sicher bekomme ich Probleme in den Griff. Probleme sind nur deshalb da, um sie zu lösen, meine Lieben. Das ist ja das Spannende auch immer in der Wissenschaft, ne? Du hast so eine Sache irgendwie erklären kannst und hast Fakten da liegen, ja. Und dann guckt man sich das Ganze an, denkt, oh geil, du Genie, das gibt's ja gar nicht, das hat man so gar nicht gedacht. Und es wird dann vielleicht auch mal in der Wissenschaft dann, nicht nur vielleicht, es wird dann halt, weiß der Geier, wie oft alles überprüft und nachgeforscht und nochmal hinterfragt und so. Ja, man hat ja sich in der Wissenschaft überlegt, wie man die menschlichen Fehler einfach ausräumt und ein System geschafft, um einfach das menschliche Fehlannahmen und Dogmata und Ideologien auszumerzen. Gibt es ja verschiedene Kontrollmechanismen in der Wissenschaft. Und dann hast du was so voll Weltbewegendes erreicht und denkst so, wow, geil, guck mal die neue Erkenntnis. Und dann tun sich einfach wieder 3 neue Fragen deswegen auf. Wir haben die Yastun-Zivilisation getroffen. Das ist ja jetzt mal interessant. Oh, jetzt haben wir nicht aufgepasst, Leute. Da war ja eine Dingswelt. Oh, wie eine primitive Zivilisation. Das ist voll cool. Das ist toll, dass sie so nah dran ist. Das ist jetzt mal echt interessant. Okay, Leute, ich lese es gleich vor. Oh, mein Hals. Ich merke schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich sind es nicht die ich denke, die sich da bei mir eingeschlichen haben. Naja, ist jetzt auch wurscht. Also, Yastun-Zivilisation getroffen. Wir haben auf Fancor 1 im System Fancor. Ja, die würden. Wir haben auf dem Planeten Fang im System Fancor die Gegenwart einer Prä-Raumfahrt-Alien-Zivilisation entdeckt. Die Schadstoffe in der Atmosphäre und die aus dem Orbit erkennbare leichte Verschmutzung passen zu einer dicht besiedelten Gesellschaft des Maschinenzeitalters. Sie scheinen die Luftfahrt gemeistert zu haben und ihre Städten befinden sich Fabriken, die in Massenproduktion Waren herstellen. Wir sollten den Bau eines Beobachtungsposten über ihre Welt in Betracht ziehen, um sie eingehender zu studieren. Wir finden das interessant. Stopp. Also mega geil, das freut mich jetzt super. Also schaut euch das mal an. Ne? Also wir haben jetzt hier ein Klasse M, roter Stern. Durch den Mond rotiert irgendwie dieser Planet trotzdem, wo er so eng auch dran sein muss, um Leben zu wahren. Wir haben einen 24er Gigantenbrocken. Das ist viel, viel zu trocken und verschmutzt schon, diese Welt für uns. Sie besitzen hier ein Regionalhauptgebäude, primitive Farmen, primitive Fabriken, primitive Minen. Primitives Kraftwerk und Stadtwohnungen. Okay, das ist schon mal klasse. Und jetzt schauen wir uns doch mal die Jungs hier an. Das ist eine interessante Gesellschaft. Das sind Nekroiden. Sie hatten mal gelebt. Was ist denn das? Also, ich finde ja persönlich, ganz ehrlich, meine lieben Soul-Systembewohner, ich finde, Untote haben im Science Fiction nicht viel verloren. Auf der anderen Seite kann man jetzt mal das ein bisschen anders auch noch auslegen. Ich sag mal so, immer wenn wir jetzt auf Nekroide treffen, stellen wir uns mal vor, dass die mal gelebt haben und jetzt von einer Art, wie soll ich sagen, Schimmelpilz befallen worden sind. Und nicht mehr ihren eigenen Körpers Herr sind, wenn ich das so sagen darf. Okay, so ungefähr versuchen wir uns die Welt zurechtzureimen. Also ich mir. Also Anpassungen haben die auf Savanne. Die Yastun, sie sind begabte Soziologen, interessant. Sie sind traditionell, sie sind stark. Sie sind nomadisch unterwegs, aber sie sind abstoßend. Allerdings sind die abstoßend. Uah, Leute. Okay. 24 Bewohner gibt es von den Yastun auf ihrer Welt. Ja, die sind jetzt nicht mehr in der Industrialisierung, glaube ich. Ich glaube, die sind dann jetzt schon so erster, zweiter Weltkriegzeit. Das heißt, es wird noch sehr interessant. Da läuft ein Faktor drüber, ja, der berechnet, wann die zur nächsten Zivilisationsstufe aufsteigen können. Und wann die tatsächlich von der irgendwann in eine Prä-Warp-Zivilisation übergehen und dann tatsächlich in Raumfahrt meistern. Und das finde ich super interessant. Das macht unser Spiel extrem interessant.
Wir haben die Existenz einer primitiven Kultur bestätigt. Sie haben noch keine Überlichtfähigkeiten entwickelt und sind durch ihre fragmentierte Individualität benachteiligt. Richtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle mir auch die Frage hier in dem Spiel, nimmt man an, dass wir so früh schon einen Überlichtantrieb entwickeln? Ich glaube, das dauert eine ganze Weile, selbst wenn man auch schon das eigene Sonnensystem bereist, dass es dann immer noch nicht in der Lage ist, von eigenem Verstand her einen Überlichtantrieb tatsächlich ganz genau und perfekt hinzubekommen. Es bedarf schon einiger Berechnungen, viel Genialität, um das eines Tages mal hinzubekommen. Ja? Aber jetzt ist es wurscht egal, nur so für euch. Also, weil ich hier sage, jetzt okay, die sind nicht überlebensfähig und sind dadurch in fragmentierte Individualität benachteiligt. Ja, das stimmt schon, aber auch nur zu teilen. Ne? Was wir halt jetzt nicht wissen, wie eine untote Geisterzivilisation in dieser Savannenwelt entstanden ist. Und wie gesagt, ich sag immer so, ab sofort, die sind alle so befallen. Und da jetzt für euch als Community direkt von mir die Frage, ich habe euch gesagt, am Ende der Folge 3 wird es auch noch die ein oder andere Frage geben. Das ist noch nicht das Ende der Folge 3, aber jetzt wirklich möchte ich mal wissen, was machen wir mit denen? Ja? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wir können halt sagen, okay, die sind eh befallen worden und sind nicht mit ihrer Reinform. Es sind, wie wir sie nennen, halt Nekroiden, und Nekroiden sind grundsätzlich etwas, was wir nicht abhaben können. Die sind eigentlich nur noch als Dünger geeignet. Dahin würde ich jetzt tendieren. Ja, also ich würde sagen, okay, die Jungs hier, bleh, einfach, bleh. Guckt euch diese fahle Schlabberhaut schon an und so, und dann seht ihr hier, das schwabbelt hier alles schon so runter und so. Also ich glaube, diese Wesen, die freuen sich, wenn sie tatsächlich ihre Ruhe finden können, ein für alle Mal. Also ich würde sie als Dünger verarbeiten, ja. Bin mal gespannt, was ihr sagt. Sollen wir die friedlich erforschen? Sollen wir die umdrehen? Sollen wir die versklaven oder sonst irgendwas? Ne? Wir sind jetzt nicht per se eine aggressive Spezies, die alles vernichten möchte. Aber es ist schon so, dass diese Spezies halt Tiere, andere Lebensformen, als Dünger ansieht, der sich bewegt. Zumindest war es in ihrer Frühzeit ihrer Geschichte so. Ganz haben sie es nie ganz ablegen können. Dieses Gedankenmuster, würde ich es jetzt mal nennen. Okay, cool. Wohin geht unsere Reise als nächstes? Auf jeden Fall könnte es eine dieser Forschungsschiffe, die Gurnur-Ruinen, erforschen. Auf der anderen Seite. Also das ist sowieso klar, ich überlege mir, was mein Konstruktionsschiff als nächstes macht. Es fliegt auf jeden Fall mal dahin. So, wir hätten jetzt genug, um ein Kolonieschiff zu machen, das weiß ich natürlich. Was haben wir denn da am meisten? Dornen haben wir am meisten. So, wir haben jetzt die Entdeckung recht weit schon nach vorne gebracht. Wir werden jetzt demnächst eine Kolonisation starten. Und deshalb gehe ich jetzt hier auf den Ausbreitungsperk. Der macht Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit plus 25%. Ja. Da gehe ich jetzt auf jeden Fall schon mal drauf. Ich finde, die beiden Sachen passen auch sehr gut zu dieser Spezies, ja. Wir spielen jetzt ja keine kriegerische Spezies oder eine rein wirtschaftliche Spezies. Da kann man das beides schon rechtfertigen für den Anfang. Okay, cool. Ich gucke mal auf die Zeit. Alles klar. So, jetzt muss ich mich die Frage stellen. Widme ich mich dieser Forschung, ja oder nein? Ja, auf jeden Fall. Also ihr seht ja hier, es gibt bei den Gurnur Ähnlichkeiten aufgrund dieses Bildes. Ich muss jetzt stehen, gucken und legen, was da liest. Was da steht. Und dann, ich muss mal lesen, was da steht und es verstehen. Noch wissen wir eigentlich gar nichts darüber. Nichtsdestotrotz würden wir das sowas nicht liegen lassen. Deswegen sage ich, Green Bulb, er soll mal hierher kommen und das hier erforschen. Ja.
Natürlich wollen wir da mehr drüber herausfinden. Wir wachsen und gedeihen, würde ich mal behaupten. So, der Herbst ist da, meine lieben Solsystembewohner. Besser gesagt, der Winter hat jetzt begonnen. Und die Monate 10, 11 und 12, habe ich euch gesagt, das sind... das ist der Herbst, Entschuldigung, der Herbst hat begonnen. Guten Morgen, Pancake, guten Morgen. Nochmal von vorne. Also der Herbst hat tatsächlich begonnen. So ein bisschen müde sind wir Pflanzen jetzt schon und auch viel Zeit ist jetzt vergangen. Heißt, große Entscheidungen kann ich euch jetzt nicht abverlangen. Aber was ich jetzt natürlich wirklich gerne wissen wollte, wie sieht's aus mit den Primitiven? Ja, was passiert da? Also klar ist, eins wird auf jeden Fall passieren, meiner Meinung nach. Wir werden es auf jeden Fall claimen, ja. Könnt auch sagen, nein, claim das nicht, lass die in Frieden. Wachs drumrum, Ben Cake. Du kannst dich noch infizieren mit dieser Nekro-Dingsbums da. Und mach das nicht, ja, auch das kann dir reinposten in die Kommentare. Andere Ideen, das muss sofort alles vernichtet werden. Wer weiß, was es für Auswirkungen hat. Oder nein, wir müssen versuchen, die Fähigkeiten von Nekroiden zu nutzen. Für unsere eigene Spezies symbiotisch zu sein mit diesen Wesen und so. Das sind alles so Sachen, die würde ich gerne von euch wissen. Und was mir auch ganz wichtig wäre zu wissen ist, wie gefällt euch das? Schreibt es in die Kommentare, lasst Likes da, vergisst nicht meinen Kanal zu abonnieren, ne? Ihr müsst nicht Angst haben von mir, wenn 100 Abonnenten da sind, dann zeige ich mich. Jetzt haben sich genug schon gesagt, Benking, du würdest viel mehr haben, wenn du dich zeigst was und so Dinge machst, die heutzutage jeder macht. Nö, bin ich ein sturer Bock, ne, Leute. Hängt alles davon ab, wer von den beiden Channels, die ich habe, zuallererst die 100 erreicht, dann werdet ihr mich auch sehen vorher. Nicht. Ne? So einfach ist das. Und ja, jetzt kann ich nur noch am Schluss der Folge eines sagen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Sternreise und bis zum nächsten Mal, euer Bencake28. Ciao, ciao.